Wir kommen jetzt zu Gesa Rovede. Sie ist seit 2014 Head of Hospitality bei Drees und Sommer. Was ich finde, hört sich ein bisschen schöner an, als zu sagen Head of Hotel. Ja, Head of Hospitality, das klingt so im Einklang. Sie begleitet Hotelbetreiber, Entwickler und Investoren bei Entwicklung von Hotels und Hotelkonzepten, bei Renovierung, Neubau und Sanierung. Herzlich willkommen, Frau Rovede. Zukünftige Anforderungen von Investoren, nicht von Betreibern, an Hotelimmobilien ist Ihr Thema. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Marc Werner. Wo ist er denn? Hat den fluchtartigen Raum verlassen? Nee, steht da hinten noch. Du hast viele Vorlagen für den jetzigen Impulsvortrag hier mir geben können. Bevor ich da einsteige, vielleicht noch zwei, drei Worte ergänzend zu Drees und Sommer und auch zu meiner Person. In meinem ersten Leben komme ich aus der Hotellerie, habe über 20 Jahre in der internationalen Hotellerie gearbeitet, war Direktorin, wie man das, General Manager bei Intercontinental für viele Jahre und habe gebaut, eröffnet, geschlossen, Hotels in der Insolvenz geführt. Deswegen, ich kenne die Thematik von der Betreiberseite. Mir schlagen tatsächlich zwei Herzen. Und seit 2014 bei Drees und Sommer machen wir neben den Themen, die Drees und Sommer natürlich, glaube ich, im Markt bewusst vertreibt, auch Hotelberatung. Und das Thema ESG ist natürlich nicht nur bei uns im Unternehmen omnipräsent, also intern betrachtet, aber natürlich auch für unsere Mandanten. Und ich sehe das natürlich auch, und das zeigt dieser heutige Tag, fast in jedem Vortrag oder in jedem Gespräch fielen diese drei Buchstaben irgendwie immer. Also alle reden plötzlich drüber, keiner weiß so richtig. Und wenn ich Ihnen jetzt einmal schon vorgreifen kann, ich werde nicht komplett den Nebel liften können. Also ich habe nicht die Antworten auf alle die Fragen, die wir haben. Das ist das Bedauerliche, aber ich kann nur uns alle animieren, wir müssen uns auf den Weg machen, den ESG-Weg. Und Betreiber, Investoren, Marc Werner hat gesagt, es gibt viele Themen, die wir parallel angreifen müssen. Also insofern gehen wir auf eine kleine ESG-Reise. Und ich versuche auch anhand von zwei, drei Beispielen zu erläutern, was machen wir schon, was gibt es auf dem Markt, welche Möglichkeiten gibt es denn, tatsächlich erste Schritte zu gehen, auch pragmatische Schritte zu gehen. Die Rahmenbedingungen, ich glaube, kennen wir alle aus Funk und Fernsehen. Woher kommt diese ganze Thematik? Übergeordnet natürlich aus dem Pariser Abkommen von 2015. Daraus wurde ein Aktionsplan der EU, der endete im Grunde in diesen drei Themen der EU Taxonomy, den EU Green Bonds und dem ESG, dem Thema der Benchmarking. Und das Thema ESG ist leider ein Moving Target. Und wenn wir heute über GSG